seien Sie nicht so zufrieden mit sich selbst. Der richtige Angriff kommt noch. Oh, wir haben wieder Geld. Das war gerade ein Angeber ohne Ende. Ich baue Flakdruppers, du normale Fußsoldaten, würde ich sagen. Weil okay. Wir haben jetzt die Fußsoldaten nämlich noch dazu gekriegt. Ausbildung. Ich baue 2 Stück. Das reicht eigentlich. Das Reich hat mit dem Angriff auf die Eremitage begonnen. Sie enthält überaus bedeutende Schätze unserer Geschichte. Oh Gott, und es geht immer weiter mit der Zerstörung. Wenn wir sie retten, geben wir dem russischen Volk neue Hoffnung in dieser dunklen Stunde. Was mir mal aufgefallen ist, dahin, wo sie schießen, da geht auch das Gebäude kaputt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das war auch schon in Tiberium War so. Hey, Bullfrog mit Sternabzeichen. Yeah. Ich schick mal nur meine Natascha rüber, das sollte reichen. Was soll ich rüber schicken? Ein paar Flaggen. Ja, schick was rüber, ich warte dann auf dich. Ja, dann schicke ich mal hier die besten rüber. Man sieht schon hier, der Bullfrog schießt die Einheiten. Und ja, sie werden nicht auf den Kopf aufklatschen. Sie haben einen Fallschirm mit. Setz den doch mal ein, genau, ja. So, ich tu grad Sternabzeichen-Soldaten verfrachten. Na gut, okay. Einer ist nicht Stern, aber egal. So, jetzt muss der sich noch bewegen, hier der Fußsoldat. Und da-da-da! Ich sehe schon, dein Bullfrog kommt. Ja. Eine amphibische Flak-Einheit, die Einheiten transportieren kann und hinter feindliche Stellungen schießen kann. So, wollen wir abwerfen? Wo schießen wir denn hin? Meine ist schon abgeworfen. Hat die Landeposition gesichert. Okay, die kommen. Yeah, yeah, wie sie fliegen. I believe I can fly. Oh nein, sie haben die Fallschirme vergessen. Das ist nicht Battlefield Mainz. Oh Gott. Das Video ist genial. Das habe ich Ihnen gezeigt, ja. Also wer es nicht kennt, der sollte es sich auf jeden Fall mal antun. Das ist nämlich verdammt geil. Und sie klatschen das Gebäude weg. Oh mein Gott. Das können wir sie nicht tun lassen. Du nimmst die vorderen, ich nehme die Panzerknacker. Bam, 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 bam. Das sieht jetzt aus, als wenn die Sternabzeichen haben. Das sieht so aus, als würden sie so Star Wars mäßig so... Genau, gerade wo du sagst, das erinnert doch stark an Star Wars. Star Wars Battlefront von Oliver the Big! Da ist noch ein Bullfrog von dir. Sie haben die Eremitage gerettet. Das wird unser Volk mit neuer Hoffnung erfüllen. Du kannst deine Einheit auch da reinstecken. Mach das direkt mal. Ist alles umsonst ich meine, okay, dann wird das Ding aber voll sein. Ja. Aber meine Schießen... Wir müssen ja wieder rüber. Und du hast keinen Bullfrog auf dieser Seite. Ja, der hat noch gerade ein paar zerschossen. Schon gewonnen? Moment, einer müsste jetzt noch draußen stehen. Ich will direkt Natascha wieder drüben haben, weil die macht am meisten Schaden. Musste mal ein bisschen hinterherlaufen. Bis die Fähigkeit wieder bereit ist zum Schießen. Ums, so. Ums, ums. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. So, Fähigkeit ist zur Hälfte wieder bereit. Ja, mein Soldat ist schon drin. Oh, du hast aber einige an den Soldaten ausgebildet. Dann tue ich mal einige von den Flak-Truppern ausbilden. Wir haben nämlich wieder viel mehr Geld gekriegt. Die Festung wird angegriffen. Und ich schieße gerade die Truppen des Reichs nähern sich auf den Kanälen. Boah, Kamikaze, ganz viele Kamikaze. Die Festung darf keinesfalls fallen, Genosse. Oh Gott, jetzt kommt der finale Angriff. Oh Gott, Schlachtschiff. Ich mag die nicht. Die haben eine schöne Hauptwaffe. Und eine verdammt große Range. Jupp. Aber ich glaube, die kriegen ja jetzt auch wieder Verstärkung. Nein. Jetzt zeigen Sie doch mal, wie Sie sich gegen die Schlachtschiffe des Tenus behaupten. Wir sind umzingelt. Woher sollen wir die Verstärkung nehmen? Da kommt jetzt eine heilige Atombombe und tut alles heiligen. Ja, extra mit Wodka gefüllt, damit das alles brennt. Ja. Hochprozentige. Ich werde mich mal mit Natascha um die Schiffe kümmern, denn sie kann schwimmen und wir müssen die Flugzeuge anfordern. Ja, mach das mal. Ich tue noch ein paar Flak-Troopers aus, bitte, weil da kommen verdammt viele Panzer. Frag mir, wenn du irgendwo Truppen von mir brauchst, denn ich bin jetzt im Nordosten und im Südwesten bin ich stationiert, wo die meisten auch angreifen. Okay, das erste Schlachtschiff ruht jetzt im Meer. Naja, das ist schön. So, warte mal, meinen Bullfrog schicke ich auch mal in die Mitte, wenn die nächsten Kamikaze-Flieger kommen. Du hast recht, wir haben ja noch Bullfrogs. Den könnte ich auch mal. Ich roste nicht, wenn ich nass werde. Wie heißt das? Leningrad, genau. Kathedrale von Leningrad. Stell den auf die andere Seite, wo meiner steht. Moment. Okay.
tust du meine ganzen Soldaten verwirren, wenn du da durchfahren willst. Mann, fährst sogar noch durchs Blumenbeet. Ja und? Ich mag keine Blumen. Hier, rückwärts, nochmal direkt durch. Wir haben jetzt Zugriff auf unsere neue Waffe. Den Magnetsatelliten. Ah. Dieser Orbitalmagnet, müssen Sie wissen, kann auf ein einzelnes Fahrzeug ausgerichtet werden. Setzen Sie ihn klug ein. Setzen wir ihn klug ein. Ich würde mal sagen, du machst links die Schiffe weg, ich unten die Schiffe. Ich habe bis jetzt noch keine Fähigkeit bekommen. Ich auch nicht. Die wird aber noch kommen. Ah, jetzt hier. Upgrade. Ja, Magnetsatellit. Bestätigt. 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 Okay, dann mache ich mal hier. Du links, ich rechts. Hui. Die Leute sehen ja bei beiden, wie das jetzt aussieht. Muss ich den jetzt steuern? Ja, normal schon. Ja, wie steuere ich den? Mit der Maus normal wie Einheiten anvisieren und dann herschicken. Zu spät, ein Schiff ist noch da bei mir. Ja, Natascha kommt schon. Oh, da kommen wieder mehr Panzer. Und die machen gerade deinen Bullfrog im Eimer. Ach, das ist mir egal. Jetzt kommt die Molotow-Cocktail-Armee. Ja, das finde ich cool. Molotow-Cocktails sind echt schon cool. Aber nur eigentlich gegen Gebäude oder gegen stehende Fahrzeuge. Wenn sie sich bewegen, die stehen noch an. Ja, das ist nämlich kacke, wenn da nämlich Einheiten in der Nähe sind. Es gibt nämlich Friendly Fire. Und meine Natascha wird gerade angefangen. Mal 4 Stück auf einen Streich. Boah, wie viel bei mir Sternabzeichen haben, das ist krass. Die haben überhaupt keine Chance. Wie viel Mannixen hast du? Ich könnte noch mehr bauen, wenn du willst. Ich könnte auch noch mehr bauen, aber ich habe noch 1200. Das wären 12 Einheiten. Geil, der Helikopter wollte gerade abheben, von wegen hier, ne? Ich mach mal eine Flugeinheit und dann wurde runtergeschossen. Ja, so ist das richtig. Ja. So, und das haben wir erledigt. Ja, deine Molotow-Cocktailwerfer, die töten sich, glaube ich, gerade selber. Ja. Und fast 50% ist die Festung noch. Ja, fast. Also ja, hey, da versuchen Panzer abzuhauen. Die Tusche. Ah, ich wollte die gerade. Die Festung steht noch und Leningrad ist gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Der Premier wird sehr erfreut darüber sein. So. Okay, das war's dann mit der ersten Mission. Juhu. Und die zweite machen wir noch, oder? Ja. Ja. Juhu. Schönes Bild. Statistik. Ja, ich gehe mal im Schnelldurchgang durch. Ja, weil wer es ausführlich sehen will, kann ja zu Jacke, wenn er es macht. Ja, muss ich jetzt aufs Hauptmenü? Nee. Du musst jetzt auf Weiter. Ich habe kein Weiter, das musst du für mich klicken. Ich habe Weiter geklickt. Achso, gut, okay. Ich starte mal direkt Krasna 45. Verrat. Mhm. Gut. Bei mir läuft das Video, also pst. Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Wir müssen versuchen, die Anlage gegen sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant. Während Sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. Wir stoppen alles. Genau. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Ah, ja. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Stadt ja, die hat schon was Charismatisches. Oder eher gesagt, hatte. General in diesem Spiel hat sie noch was. Sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im so, meine taktische Besprechung ist vorbei. Meine auch. Jetzt kommt die Missionsübersicht. Schon wieder auf Schwerstädter bestimmt. Oh Mann. Ich bin so ein kleiner Feigling. Ihr könnt mich auch als Loop bezeichnen, aber... Ich find's... Naja, wir kriegen doch hier diese neue Panzerschiffe, oder? Ich glaube in dieser Mission. Du, nicht so viel verraten. Außerdem stimmt das nicht. Okay, ich hab gelogen. Genau. Ja. Ich hab mal auf Start geklickt, weil... Und ich hab auf Bereit geklickt, schon längst. Ja. Ach so. Okay, mein Rechner ist schon wieder fertig. Ach ja, ist ja gut. Bla, der tut bei mir immer noch das Wetter vorhersagen. Mann, das muss doch auch schön sein für unsere Zuschauer.
Und jetzt hast du Natascha. Oh yeah. Guck mal, die Panzer checken das nicht. Panzer sind behindert. Gucken alle nach hinten. Und ja, ich hab die... Verdammt, ich hab vergessen, wie sie heißen. Ja, die sind cool. Oh, ich hab Natascha sogar mit Sternabzeichen. Juhu! Wir hatten einen Spähtrupp vor einiger Zeit in Sand, muss ich jetzt lang? Ich kann jetzt doch zu dir, ne? Ich gehe jetzt mal zu dir. Genau, aber du könntest schwimmen. Ich muss leider über die Flüsse springen. Ja, die Einheiten haben alle ihre eigenen Fähigkeiten. Ja, man kann sagen, die haben alle Sekundärfähigkeiten. Genau. Oh, Nahkämpfer kommen. Mit ihren Laserschwertern. Wie sexy die schwimmen kann. Oh!